Und herzlich willkommen zum Let's Play Skyfor Factory, nicht Skyforge. Für alle, die den Mod nicht kennen, das ist im Prinzip eine Ansammlung von allen möglichen Automatisierungsmods, wild zusammengeworfen. Die Sache hat halt nur einen kleinen Haken, nämlich das, was man hier sieht bzw. nicht sieht, ist kein Anzeigefehler, sondern es ist einfach nichts da. Außer diesem verwirrten König, der da im Kreis rennt. Die Schwierigkeit besteht dann darin, aus dem, was man nicht hat, möglichst viel zu machen. Und man kann am Anfang auch sehr schnell sterben, wenn man hier sich irgendwie runterstürzt, alles vorbei. Deswegen muss man vorsichtig sein. Ich habe das Modpack, so wie es ist, etwas modifiziert. Ich habe Ender.io rausgeschmissen, weil keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Habe Project Red reingemacht, weil ich keinen Bock habe auf irgendwelche geistesgestörten Redstone-Schaltungen. Und ich habe meinen persönlichen Favorite-Mod reingetan. Tutility-Mod, der macht aber nichts Relevantes. Da geht es dann nur irgendwie ein besseres Crafting-Table. Und den ganzen Rest, den gucken wir mal. Hallo, der Winter. Hallo. Jo, Der ich bin auch mit dabei. Co-Spieler. So wie ich ja eben sagte, wir müssen extrem aufpassen, dass wir hier nichts kaputt machen. Weil hier geht es dann schon tief runter und da kommt man auch nicht zurück und die Sachen sind weg, wenn man stirbt. Ja, leider haben wir auch keine extrem praktischen Jetpacks. Ja, sollte alle. Hier auch noch kurz das kleine Intro, dann kann ich geschickt mal kurz die Zeit wieder anschalten. Das Buch hat man nämlich dabei, dieses komische Welcome to Sky Factory. Was? Da crasht mir erstmal das Minecraft weg. Ich komme wieder. Das hat ihn jetzt verwirrt. Also dieses wunderbare Buch erklärt so ein bisschen dazu, was man so machen kann. Da steht drin so ein paar Basic-Tipps, wie man da entsprechend klarkommt. Du Und meinst vermutlich das Materials and You. nee, das von Tinkers Konstrukt. Ich meine Inks, was? dieses andere, dieses violette Buch. Ah, gut. Achievement Book. Genau, da steht erstmal drin, wie das Wunderschön. Ganze so basismäßig funktioniert. Und ganz wichtig, die Achievement-Liste. Also wenn man ganz langweilig ist, kann man die abarbeiten. Muss man nicht, kann man aber. Warum der jetzt weggecrashed ist, keine Ahnung. Ich habe die Zeit ja wieder angeschaltet. Vielleicht hat er sich einfach überlegt, nö. Und ist einfach mal wieder ausgegangen. So, aber das hält mich ja nicht ab. Ausgezeichnet. Genau, der Vein Miner, ganz wichtiger Mod. Man kann ja hier damit automatisch gleich alles abhacken. Was ziemlich schlecht ist, wenn nichts da ist. Deswegen, der ist deaktiviert, wenn man die Shift-Taste hält. So, ich mache jetzt mal aus dem Ding hier gleich mal so ein cooles Crafting-Table. Der merkt mal gleich, Tinkers ist installiert. Und dann mache ich mit dem nächsten nämlich gleich dieses Krug. Das ist so ein komischer Hirtenstab. Und mit dem kann ich. Zip. Krug. Oh, kann ich gleich zweimal. Wir werden noch zwei brauchen. Ich warte mal, dann gebe ich dem auch mal ein. Wie mache ich das? So, mit dem darf man jetzt nicht. Also muss man halt ganz vorsichtig machen, so mit Shift-Klick, ne? Ah ja. Genau. Wenn man mit dem Blätter abarbeitet, dann hat man eine Höhe. Wieso wechselt der das dann ständig? Der verarscht mich doch. Hat man eine höhere? Hat man eine deutlich höhere Chance, dass Saplings droppen. Und dann können noch so, so kleine Würmer droppen. Achso, sollte ich den nicht vielleicht auch mal runternehmen, sonst ist er gleich weg. Das war knapp. Da können so kleine Würmer droppen, so Seidenraupen. Tja, jetzt müssen wir überlegen, wie wir das machen. Wenn ich jetzt hier anfange wegzuhacken, dann fangen die Blätter an zu verschwinden. Ich mache nochmal einen runter, einen können wir noch. Musst Okay. du vielleicht auch mal in die Mitte kommen, sonst geht's gleich abwärts. Ja, das würde ich tun, aber Aber ich habe gerade einen spontanen FPS-Einbruch. vielleicht ist das ein bisschen zu viel für den Rechner, wenn ich hier alles gleichzeitig. Oh Gott, die Blätter verschwinden schon. Komm ran, komm ran! Komm ran, jetzt! Oder auch nicht. Jetzt ist er weg. Ja.
Da liftet er erstmal. Jetzt ist natürlich die große Frage. Du wirst gleich sterben, ja. Das ist, ja, ich vermute mal, ich falle gleich einfach ins Licht. Hier gibt es keine Blätter mehr. Du kannst einen Moment warten, dann brauche ich schnell eine Plattform. Dahin fällt es zumindest auf diese coole Plattform. Sehr gut. Viele haben wir ja nicht, aber das würde ich doch stark begrüßen, irgendwie nicht sofort am Anfang unseres kleinen allererste Sterben zu stürzen. Vor allem ist dann ja halt auch alles weg. So. Ich muss jetzt hier ganz vorsichtig mit Shift arbeiten. Oh Gott, da habe ich schon die erste Plattform falsch hingesetzt, aber da müssen wir jetzt durch. Wenn die jetzt runterfällt, haben wir nichts mehr. Sag mir dann einfach Bescheid, wann ich wieder einloggen kann. Jo, ich baue erstmal ein bisschen in die Richtung, wo du eben, glaube ich, gestanden hattest. Vielleicht baue ich sicherheitshalber komplett drumherum. Wer weiß, wo du warst. Also ich kriege hier schon einen Krampf in der Shift-Taste. Es ist sowieso das Wichtigste im ganzen Spiel, diese Shift-Taste, wenn ich irgendwo runter segelt. So, prinzipiell kannst du wieder einloggen. Theoretisch solltest du jetzt auf meiner hochsicheren Plattform landen. Na dann, Geronimo. Ich sehe dich schon in den Abgrund sausen. Ab jo, und klappt. Ich habe es überlebt. Na, das ist ja ein Traum. Super. Ja, diese gigantische Welt, die nur uns ganz alleine gehört. Ich versuche mit denen hier wieder richtig zu machen. Sind übrigens, es scheinen Saplings gedroppt zu sein, denn du hast ja schon einen gepflanzt. Genau, sogar zwei. Bei den Saplings gibt es einen kleinen Trick. Wenn du Twerking machst, also schön immer Shift-Taste hämmern, fängt er so grün an zu leuchten. Ja. Und das beschleunigt das Wachstum von Saplings in der Nähe, weil es halt guten Tag schon ein bisschen langweilig wäre, wenn man jetzt erstmal 30 Minuten auf den nächsten Baum warten müsste. So. Was bei mir jetzt gerade eben passiert ist, durch wiederholtes Drücken der Shift-Taste ist die Einrastfunktion. Ja, für Leute, die Zuckungen haben oder Parkinson, ist das natürlich extrem praktisch. Mag zufällig der Programmierer dieses Spiels Miley Cyrus oder warum ist das Twerken eine Beschleunigung fürs Baumwachsen? Nee, eigentlich ist es tatsächlich so, dass du durch jegliche Bewegung, also du kannst ja auch eigentlich sprintend im Kreis laufen, aber die Chance beim Sprinten im Kreis laufen, in den Abgrund zu laufen, ist halt dann schon gegeben. Deswegen ist dann halt Shift-Taste hämmern praktischer. Generell gilt jede Bewegung, glaube ich, bei der du Essen verbrauchst. Also, wenn du nur eine Sekunde wartest, kannst du das auch mit dem Super-Tool wegmachen. Ich will halt nur sicherheitshalber. Ich habe im Zweifelsfall noch ein Sapling da, aber. So, jetzt ohne Shift-Taste. Ich hab eine Seidenraupe. Mach mal ohne Shift-Taste jetzt. Es müsste ein Wunder passieren. Nee, nicht den. Die Blätter. Ah. Da fällt einem der Baum ins Gesicht. 7 Saplings. Ja, die brauchen wir noch. Schlecht. Weil wir haben ja jetzt auch nicht gerade Erde. So, dafür gibt es nämlich gleich den Komposteimer. Twerking Time! Und der Kompost. Stimmt, springen geht auch tatsächlich. Na, nicht so gut. Oder im Kreis laufen. Der Komposteimer, der kann jegliche naturellen Materialien. Oh! Das war nicht ungefährlich. Ein Baum. Kein Baum. Ja, es geht erheblich schneller als in der SS, wo ich das gespielt habe. Da habe ich halt hier, ich glaube, im ersten Let's Play das gesehen, hat einer tatsächlich erstmal 30 Minuten auf den Baum gewartet. Und hat da netterweise so lange vorgespult. Und als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich die halt alle einzeln weggemacht, diese Blätter, statt die mit diesem Super-Tool wegzumachen. Das zieht sich dann. So, ich mache dann hier mal. Wir haben sogar noch einen über. Wie war das jetzt? Ne, wie war denn dieses komische Barrel? Es gibt so unfassbar viele Items. Was hast du gemacht? Ich muss einen Baum erschienen. Ich habe getwerkt. Ja, Booty shaken, das kann ich. Oh, und mein Crook ist kaputt. Wie genau baut man den Crook? Das steht nämlich leider nicht in diesem tollen Rezeptbuch. Das, wenn du auf R, glaube ich, drückst, dann gibt es den Crook mit 2 O aus Holz. Baut sich, ja, nicht ganz so, wie er aussieht, aber 4 Sticks. Streifen in der Mitte, ein links. Im Prinzip wie eine Wiener Ho. Ho, ho, ho.
kann man sich, glaube ich, auch gleich mal ein paar mehr verbauen. Hier sind übrigens auch noch tausend andere coole Sachen installiert, zum Beispiel das Inventory Tweaks, mit dem du automatisch, wenn du irgendwas verbrauchst, automatisch das Ding nachlädst. Damit du halt nicht immer in deinem Inventar kramen musst, wo jetzt möglicherweise sich noch das und das Item befinden könnte. Könnte man eigentlich mal so eine Axt machen. Das wird ja auch wieder Zeit sparen. Warum haust du schon wieder ab? Oh, ich musste gucken, ob der Ofen noch an ist. Nee, ich habe keine Ahnung, warum. Okay, ich hoffe, dass die Verbindung hier überlastet ist. Der scheint einfach nur vielleicht ein bisschen instabil zu sein, denn Ja gut, bei ich den werde nicht 75 disconnected, das Minecraft kackt einfach ab. bei 5 Millionen Modpacks, die hier laufen, nicht verwunderlich. Beim Singleplayer hatte ich tatsächlich keine Probleme. Da ging das alles. So, ich mache jetzt mal 8 von den Saplings in diesen tollen Komposteimer rein. Und schon geschieht ein Wunder der Natur. Wir kriegen Erde. Wir haben Erde. Da ist er wieder. Es dauert halt einen Moment, aber das. Normalerweise würde man ja sagen, Minecraft auf die Basis reduzieren ist eher so, naja, dass man in einem normalen Mod ohne irgendwelche Texture Packs oder so etwas spielt, aber die Welt erst einmal bauen müssen, das ist schon ein bisschen mehr Basis als normal. Ja, ich werde jetzt mal, glaube ich, ach, schon wieder verbaut. Ärgerlich. Das kostet alles immer. Überlegt, ich baue jetzt hier mal ein bisschen nach links aus, weil der Baum, der schwenkt gerade so aus. Muss ja nichts verschwenden hier. So, wie man sieht, mache ich die halt immer unten hin, diese komischen Dinger. Das hat nämlich einen ganz einfachen Grund. Dann können nämlich keine Monster spawnen. Weil Monster können nur auf einem Block spawnen, aber nicht auf einem halben Block. Irgendwie habe ich, Entschuldigung, dass ich so dämlich bin, das mit der Crook immer noch nicht so richtig kapiert. Ich soll eigentlich eine Wooden Hoe bauen, oder? Hast du mal mit deinem Tool nachgeguckt? Du kannst ja mit der Maus drüber gehen und R drücken, dann müsste er dir das sagen. So, ist das schön. Nee, ich habe gar keinen Crook mehr, deswegen. Achso, dann nimm doch diesen. Allerdings, wenn ich R drücke, passiert gar nichts. Gar nichts ist jetzt nicht so viel. Ja, durchaus. Hast du danach? Egal, jedenfalls, oder G? Keine Ahnung, das Standardding. Ja, bei G, aber er erzählt mir leider nicht, wie der zu bauen ist. Er ist angezeigt, aber Kannst du das in ich. diesem Crafting-Grid sehen, wenn ich da irgendwas baue? Warte. Ja. Ah, Dann siehst du es jetzt. Ja, okay. Ja, das ist gut. Ist einfach kein Zeichen. Schön, ich habe ja eine Ho. So, haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt, ist hier mal so ein Riesenbaum gewachsen. Dann geht das Ding auch gleich kaputt. Ja, wie kommen wir jetzt da oben ran? Ach, da hinten ist noch was. Muss immer gucken, dass mir hier nicht versehentlich mal so runterläuft. Drehschnittäpfel. Schnitt Äpfel. Yep. Ich habe hier schon mal eine Erde vorbereitet. Eins, zwei. So, da kommt dann der nächste Baum hin. Jo. Meine Krug ist auch irgendwie direkt explodiert. Ich glaube, wir haben mal ein paar mehr davon. Die verbrauchen sich dann ja schon. Ich glaube, da ist noch ein. Wofür genau ist die Crook eigentlich da? Die erhöht einfach nur die Chance, dass du ein Sapling kriegst. Und eben die Chance auf diese komischen, wie heißen die? Silkworms. Seidenraupen. Das ist der einzige Grund, wofür die da ist. Man kann die auch noch benutzen, um Tiere durch die Gegend zu schubsen, aber die haben wir noch nicht. So, warte, ich mach mal, dass es Holz regnet. Da ist es. Das ist natürlich der Vorteil an so einem großen Baum, ist, man hat viel. Der Nachteil ist, man kommt nicht ran. Spielst du es eigentlich zurzeit mit einem Texture Pack oder ohne? Ja, das Rustic Redemption Set. Ich traue mich nicht. Mache ich vielleicht nochmal einen zweiten. Das kannst du auch, das müsste bei dir auch Ja, drin ja. sein. Das ist in dem Modpack dabei. Habe ich gesehen, aber ich bin wieder rausgeflogen. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen noch hier im Profil rumzufummeln.
zum Beispiel den Launcher nicht mehr aufzulassen. Also im Singleplayer ist es jedenfalls definitiv stabiler. So viel steht fest. Das könnte dir auch jetzt ein bisschen mehr RAM hinzuzufügen. Ja gut, bei mir läuft der halt auch auf 1,6 jetzt. Habe ich gerade mal geguckt. Und ein bisschen was an Hintergrundprogrammen zu schließen. Ach, Hintergrundprogramme sind immer gut. Ich will jetzt, glaube ich, einfach nur mal ganz viele von diesen Bodenplatten nochmal machen, dass wir hier mal so ein Arbeitsniveau erreichen. Und vielleicht mal eine Kiste. Das wird ja auch nicht dumm, ne? Für den unwahrscheinlichen Fall eines plötzlichen Todes hat man dann die Sache wenigstens in der Kiste gespeichert. So, wo stellen wir die denn hin? So. Platz haben wir ja ohne Ende, aber nichts, wo man was hinstellen könnte. Er steht jetzt einfach mal hier neben den Baum, dann kann man die nämlich noch zum Draufgehen benutzen. Na gut, dass Kurt nicht hier ist. Sonst hätten wir nämlich in den ersten paar Sekunden bereits schon wieder eine Verschönerung der Umgebung, ja. So, ich baue es einfach mal nach hier aus. Man müsste irgendwas Festes auf die Shift-Taste legen können. So, da bin ich dann auch wieder. Jetzt work ich hier erstmal wie ein Wilder. Kommt schon, Bäume. Gib's mir. Gib's mir dreckig. Ich hab den gesammelt. Jetzt gib's mir, anderer Baum. Wie geht das noch? Ich weiß, dass du es kannst. Naja, dann eben nicht. Die Zeit war noch gar nicht an. Ist er deswegen die ganze Zeit abgekackt? Was war noch nicht an? Die Zeit. Aber es geht nicht weiter. Also was genau mache ich denn jetzt eigentlich mit den Seidenwürmern? Damit kann man wahrscheinlich sich später Kleidung machen. Wolle zum Beispiel oder so. Genau. Und wie das bei Seidenräubern so, Raupen ja wirklich ist. Sehr spontan Geräuschkulissen immer im Hintergrund. Die wollen natürlich in Bäumen sitzen. Nämlich in diesen hier. Die Zeit läuft nicht mehr. Läuft sie jetzt wieder? Naja, also ich denke mal... Ich muss den Server irgendwie verwirrt haben damit. Und vielleicht baue ich mir jetzt einfach mal so eine Axt aus Holz. Das ist zwar ziemlich erbärmlich, aber damit komme ich einfach mal durch die Bäume ein bisschen besser. Ja, in der Tat, das habe ich mir auch gebaut. Ah. Das spart dann schon wieder Zeit. Ja, insbesondere, weil das jetzt auch dann sofort auseinanderfällt, ne? Das auch. Moment. 7, 8... Machen wir uns gleich noch ein bisschen mehr Erde. Genau, 8 Stück müssen da immer rein. Sieht ja gar nichts. Nicht. So. Jetzt kompostiert das wieder schön vor sich hin. Und dann können wir unseren Baum-Input erhöhen. Ah ja, ich stehe in einem Baum. Freilich, wollte ich gerade sagen. Und da fliegen mir schon die Blätter um die Ohren. Ja, der König lässt sich nicht fangen. Nicht, solange ich einen höheren Stab Wald. Aus Holz habe. Ich habe aber einen ganz schönen Klumpen jetzt hier hingekriegt. Eieiei. Der ist nicht schlecht. Gut, der Mann. Da müssen wir wieder ein paar Krugs bauen, glaube ich. Jupp, das auf jeden Fall. Ich übernehme mal ganz kurz die königliche Hirschenstabproduktion. Da baue ich mir die Plattform so lange noch ein bisschen aus. Das ist mal schön, sobald ich halt 64 Stacks verbraucht habe, dann geht dieses Inventory-Tweaks hin und lädt nach. Das ist so praktisch. Also hier so am Abgrund steht und dann kurz mit die Shift-Taste loslässt, um was im Inventar zu ändern. Ich werfe dir mal kurz hier so zwei Krugs hin. Da. Und dankeschön. Das sind hier original König-Krugs von Königs. Ja. Möglicherweise hätten wir eine... Nein! Spring hinterher! Nein, tu es nicht. Ich glaube, so wichtig sind mir Saplings dann auch wieder nicht. Ich habe ja noch 27. Ich habe noch 15. Ah. Ich habe eine Erde. Das heißt, ich hau jetzt hier mal so ein Loch in den Boden. Ich habe jetzt mir die Zeit... Ich weiß jetzt nicht, warum die Zeit jetzt hier nicht weitergeht. Es ist welche wahrscheinlich Zeit genau eigentlich? Die Zeit im Allgemeinen geht gerade nicht weiter. Es ist halt immer Tag jetzt. Aber ich meine, es ist für den Anfang halt total egal, weil
Hier können sowieso keine Monster spawnen, also ob es Tag oder Nacht ist, ist total egal. Nein, mein schönes System. Die waren doch abgemessen. Na egal. Achso, den Baum müssen wir auch noch fällen, ne? Ob das die Axt noch durchhält? Nein, natürlich nicht. Da scheint ein Baum nach dem nächsten. So schnell kannst du gar nicht arbeiten. So, komm, Hüttenstab bauen wir auch nochmal neu. Stumpen da vorne komme ich irgendwie nicht so richtig ran. Mal gucken. Ich hab schon wieder einen Baum drin, also. Ah, ganz knapp. Da So, kam ich ich aber setze den hier gerade nochmal ganz. um, weil Ja, ich habe dir dein System kaputt gemacht. erstens das, was mich natürlich meinen inneren Autisten so ein bisschen zerstört. Andererseits ist natürlich das Problem, dass wir dann den Platz nicht ausnutzen. Dann sehe ich das recht richtig und das da oben rechts ist eine Karte im Bild. Genau, das ist der Minimap, wie heißt der? Mapwriter heißt der. Leider nicht mehr supported, gibt es leider nur noch in dieser Version. Falls der Autor nicht nochmal aus seinem Loch Frage, was sind das rauskommt. für Linien? Das sind die Wolken. Was? Ja, das sind Wolken. Ah, da ganz oben. Weil die kleinen Wolken werden nicht richtig dargestellt, wenn ich das richtig sehe. Das sind tatsächlich echte Wolken. Also da, das ist ein Mod, der da oben tatsächliche echte Wolken hinpflastert. Da könntest du jetzt theoretisch hochfliegen und dann würdest du in einer Wolke drin stehen. Die sind allerdings ebenfalls durchlässig, oder? Die sind so ein bisschen so wie Sandstone, wie heißt das Ding? Soulstone heißt das aus der Hölle. Ah, Also man bleibt versinkst so ein einfach bisschen da instant drin drinstecken. und so, wir haben ja schon relativ viel, ne? Nochmal so ein Erdeblock wäre wahrscheinlich nicht dumm. Aber irgendwie jetzt im Multiplayer, da wachsen die irgendwie anscheinend automatisch. Also im Rumlaufen hat nämlich im Singleplayer immer nicht so funktioniert. Vielleicht zappel ich auch einfach zu viel. Meinst du? Beziehungsweise viel und deswegen wächst der ganze Kram ständig. So. Nervösen Zuckungen beim Spielen. Da, 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 da. Ich hoffe wirklich, es laggt nicht, denn dann würde Nein, ich nein, nein, mit einmal nein. explodieren. Du bewegst dich Oh, immer von oh. Ecke zu Ecke, du springst hier. Wupp, Baum. Kein Baum. Ach so praktisch. Wie gesagt, ich habe das ja vorher ohne gespielt. Da hast du für jeden Baum erstmal locker 2 Minuten gesessen und dich durch die Zweige gehackt. Das hat natürlich so richtig Spaß gemacht. Ah, da ist eine Erde. Ich Und die buddel Erde ein kommt jetzt Loch. dann wahrscheinlich. Ja, genau. Grab mal das Loch dafür. Ich setze die Erde Ich rein. hänge schon wieder an einem Baum. Die wachsen einfach zu schnell. Tut dem Baum bestimmt auch äußerst leid. Loch. Er hat sich auch schon Wir hätten sehr ein dafür Loch. entschuldigt, überhaupt zu existieren. Yay. Ach, lass mal Stumpen hier was weghauen. Ah, mehr Erde. So, solltest du Hunger haben, sag mal Bescheid. Ich habe noch einen ganzen Apfel. Ich habe noch vier. Müsst vielleicht die Plattform noch mal ein bisschen verbreitern. Ne? Warte mal. Hier, du bist doch Profi in sowas. Warte mal. Steuerung ist übrigens ranzoomen. Flup. Shift-Taste halten. Vorher alles, Ja. was wertvoll ist, in die Kiste legen. Und dann. Hier meine Selbstachtung. Da muss ich auch lachen. Ja, der war gut. Hier die Silkworms. Ja, Ja, die schon Fackel. richtig viel Holz, ne? Ich würde mal sagen, die Fackel lege ich auf jeden Fall mal da Oh rein. Die ja, stimmt, Fackel wir haben ja haben nur wir im jetzt Moment wirklich auch ziemlich meine Ammo wenig. rein. Und die können wir so schnell auch nicht bauen. Dann müssen wir erstmal einen Ofen bauen, um aus Holz eine. So, in welche Richtung soll es denn so erweitert werden? Sag mal Bescheid. In alle Richtungen. Such dir irgendeine Richtung aus, wo noch nichts ist. ich mach mal die Bäume. Oh, das Krug schon wieder explodiert. Die halten auch nichts aus. Egal wie viel Krugs du machst, du hast immer zu wenig. Das erinnert mich an andere Mods, die wir mal gespielt haben. Wurde gerade von einem So. Zeppling angeregnet. Na. Jawohl, hat mal geklappt. Weiter geht's dann übrigens, indem wir Erde durch ein Sieb jagen. Aber dazu brauchen wir erstmal Seidenbäume. Es ist vielleicht ganz gut, wenn du den wirklich ein bisschen weiter hinten hinbaust.
den Seidenborn, weil nämlich du infizierst dann den Baum mit einer Seidenraupe und die breitet sich dann so aus. Das Problem ist, diese Bäume lassen dann keine Saplinge mehr fallen. Das schlecht. Dementsprechend, ja, kann dann neuen pflanzen, aber es ist natürlich wesentlich praktischer, dass so ein bisschen Baum ständig diese spontan übermotivierten Bäume. Ich habe gerade eingehend nach der Erde geguckt, da soll gefälligst mal der Baum wegbleiben. Dann baue ich nämlich dahin gleich mal den Seidenbaum hin. Genau, der kann auch wieder ein bisschen Abstand haben. Ich glaub, ich weiß gar nicht, der muss, glaube ich, 4 oder 5 Abstand, also machen wir mal 5, das müsste reichen. Also selbst wenn die sich Infizieren. infizieren, ist das halt auch alles nicht so schlimm, weil reißt man die halt ab und dann bauen wir halt neue Bäume. Wir haben ja reichlich von allem. Irgendwie wächst immer nur dieser eine Baum hier. Ich glaube, dieser Mod, der Mob dich. mobbt mich, genau. Nee, der wählt immer irgendwie anscheinend immer nur zufällig so genau einen aus und der wächst dann, wenn man hier so rumpumpt. Es sieht ziemlich bescheuert aus. Twerk ihn. Warte, ich twerke mit, dann geht's bestimmt schneller. Vielleicht solltest du noch So. ein bisschen Das. mehr Boden drum bauen. Ja. Hast Soll ich du schon mal die Seidenraupe genau, haust einfach irgendwo so ins Geäst rein, genau, dann wird das ein bisschen weißer. reinschmeißen? Und das breitet sich. Baum. Das breitet sich jetzt aus. Und je weißer die Blätter sind, umso mehr fällt dann hinterher raus. Und wenn dann halt der ganze Baum so komplett weiß ist, dann ist der komplett infiziert. Ich hab's richtig gesagt. Und Yay! Alle glücklich. genau, und dann hast du halt, kriegst du da diese Strings, also diese Fäden raus. Ah, das ist gut. Ich könnte auch mal nochmal ein paar von den Platten bauen, ne? Schon wieder ein Baum. Die Jetzt Fäden stört mich brauchen der Baum wiederum. aber doch schon sehr beim Bauen. Hätte ich vielleicht Scheiß Baum wirklich steht da. vorher machen sollen, aber pff. Vorher kann jeder mitdenken, kann. Das ist. Ach, es geht doch noch hier. Das ist gar kein Problem. Die Seidenraupen kann man übrigens auch essen. Das ist wundervoll. Ja, ich dachte mir, das freut dich bestimmt. Nun, ah nee, doch, es läuft wieder. Habe mir eben zwischenzeitlich heimlich die Priorität vom Server hochgedreht, damit im Zweifelsfall es bei mir ruckelt, aber nicht der Server Pause macht. So, habe ich mir noch ein paar Platten gelegt. Ach, du baust hier hinten auch schon bildvoll ich hin. Genau. Ich ruckel gerade und bin wahrscheinlich gleich in dem Abgrund. Nee, nee, ist alles safe. Ach, die werden jetzt schon richtig schön weiß, die Blätter. Man kann natürlich, wenn man Seidenraupen sparen will, kann man zwei Bäume nebeneinander stellen, die sich dann immer gegenseitig infizieren. Aber das ist mir zu umständlich. Außerdem haben wir unglaublich viele Seidenraupen, nämlich 11 Stück. 11! Da braucht man doch nicht sparen. Festmahl kann man daraus machen. Die Seidenraupen kann man übrigens theoretisch auch kompostieren. Dann braucht man nur 25 Stück davon und das ist irgendwie nicht so wirklich hilfreich. Schon hübsch, ne? Ja, was kann man am Anfang noch so aus Holz bauen? Gerade mal gucken. Was Also haben ich wir da? eine Hütte, aber es Also man regnet nicht. kann sich eine Rüstung draus bauen. Oh, ja. Und ein Fass. Wir könnten uns ein Fass bauen. Sofern wir dann nicht, naja, infiziert werden von den Genau. Seidenraupen. Und wir können Ich auch habe mir eine so eine schöne Barrikade Rüstung bauen. gebaut. Mit einer Barrikade können wir das hier am Rand blockieren, damit wir nicht runterfallen. Was können wir da noch machen? So. Da braucht man alles irgendwelches Zeug. Wir können eigentlich nur aktuell Kisten und Basisklamotten bauen. Und ein Bücherregal. Können ein Bücher, also ein hier ist auch der, wie heißt der, Bibliokraft. Da kann man so verschiedene Sachen bauen, so was ich, ein Regal, ein Bücherregal, ein Tisch und all so ein Blödsinn.
Das ist Nur aber warum? allerdings reine Deko.